Bevor wir jetzt wieder zu Fidelio zurückkehren, zur Urfassung zurückkehren, würde ich auch noch unseren Pizarro hier auf die Bühne bringen, Thomas Johannes Meyer, der ja schon in unterschiedlichen Partien hier im Haus, auch in Premieren mitgewirkt hat. Und ich warte nur, bis dieses Kommen und Gehen in diesem, Sie müssen sich vorstellen, das ist ein sehr, sehr schmaler Gang, wo man also mehr oder weniger ein Mensch Platz hat, und wenn die einen rausgehen, kann der andere nicht reinkommen. Deshalb müssen wir ganz kurz warten, bis... Aber es rumpelt schon. Es rumpelt schon, das heißt, also, das heißt, wir bitten jetzt dann eben Thomas Johannes Meyer auf die Bühne zu uns. Danke. Morgen. Was habe ich hier? In der Mitte. So. Noch. Ich fange mit einer Frage an. Thomas Johannes Meyer ist ein bisschen so der Philosoph unter den Sängern, sage ich es einmal. Hat bei uns, wie Sie wissen, die Erstaufführung von Orest, die Titelpartie, gesungen, und ich kann mich an sehr lange Gespräche über Nietzsche erinnern damals. Was haben Sie jetzt gelesen? Kant oder für Fidelio? Nein, ich habe mich philosophisch nicht speziell darauf vorbereitet. Natürlich ist es ganz lohnenswert, wenn man Kant gelesen hat, damit man diesen Freiheitsgedanken, der bei Beethoven in seiner Oper eine sehr große Rolle spielt, damit man so ein bisschen die Ahnung hat, in welche Zeit das einzuordnen ist und was darüber steht, eben der kategorische Imperativ, die Vernunftbegabung des Menschen, eben das, er quasi, also wie Kant das sagen würde, verstandesgemäß zu dem Schluss kommen muss, dass er seine Maxime des Handelns auf, durch seinen Willen auf ein allgemein gültiges Naturgesetz lenken soll. Und das alles macht Pizarro aber nicht? Das macht Pizarro alles nicht, nein, beziehungsweise wir wissen die Motivation von Pizarro, weiß man, man kann es nur erahnen. Jetzt ist es natürlich in der Oper immer so, dass man einen Bösewicht braucht und einen Guten, das heißt, also man hat meistens einen Dualismus, nach dem die Handlung ausgerichtet ist, um letzten Endes auch so die Prinzipien nach den verschiedenen Weltanschauungen auch zu ordnen. Das macht das einfach und das macht auch eine dramaturgische Stringenz, die wir nachvollziehen können und wo wir dann entweder die Sympathie auf das Gute und unseren Unmut auf das Böse lenken können. Jetzt ist so, der Pizarro wird von Beethoven nicht sehr psychologisch hinterfragt, also das ist eigentlich eine exemplarische Figur für ein Grundprinzip, und das würde ich noch nicht mal sagen, dass das das Prinzip des Bösen ist, sondern ich glaube, dass es eher ein Prinzip ist, des Nichterkennens. Das heißt also, Pizarro wird uns als brutaler Machtmensch, als gewissenlos und als nur zu seinem Vorteil ausgerichteten Menschen gezeigt, was sich auch musikalisch darin äußert, dass Beethoven, das ist recht eindimensionale Musik für Pizarro geschaffen hat, ähnlich wie wir das von Don Giovanni kennen, der, sage ich mal, man könnte es von der Motivation her, könnte man die beiden Charaktere vergleichen, ja, also das Lustprinzip beziehungsweise den eigenen Vorteil im Sinn, und die Musik, die zum Beispiel im Ständchen, ist auch in D-Dur, die Arie des Pizarro auch D-Dur, einfache Quartsext, Sextakkorde in der Melodie, also das ist jetzt nicht, sind keine großen Kantilenen, aber ich will mal sagen, die Direktheit und die Zielgerichtetheit wird in der Musik ganz deutlich, und das ist eine Zielgerichtetheit auf einen Zweck, will ich sagen. Der Zweck, der in diesem Fall des Pizarro die Mittel heiligt. Ich sage ja, der Philosoph unter den Sängern. Maestro, es ist ja so, dass
Pizarro auch, natürlich. In der ursprünglichen Version, der französischen Version von Gaveau, war Pizarro eine Sprechrolle. In der Fidelio-Urfassung, die wir jetzt spielen, hat der Pizarro ja noch eine Arie. Und in der letzten Version ist diese Arie weggefallen. Warum? Ich meine, das ist eine Frage jetzt an beide, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, sie ist deshalb weggefallen, weil sie dramaturgisch nicht sehr viel hermacht. Also diesen Text, den er da vertont, den gibt es später dann im Fidelio als reinen Text, gesprochenen Text. Also besetze den Turm und passt auf, dass niemand kommt. Das ist also sehr vereinfacht und hat eigentlich keinen philosophischen Inhalt. Und beträgt auch die Handlung jetzt nicht besonders weiter und verstärkt eigentlich jetzt nur noch mal die Eindimensionalität dieses Charakters. Auch hier nur Quartsextakkorde, die Melodie ausmachen. Keine Kantilene. Und ich würde es auch nicht als Arie, sondern eher als Tretter bezeichnen, mit dem Chor zusammen. Wir machen das auch in einem Tempo, dass das einfach so... Aber was hast du gesagt, er hat wirklich die Hauptrolle in diese ohne Kompromiss zum Vorwärts zu gehen, also in rhythmische Struktur. Das ist wirklich die Hauptrolle von Pizarro und das ist auch, warum Beethoven hatte diese Arie, ich denke, geschrieben, weil das ist immer sehr, sehr rhythmisch, so stark, also mit punktiert Rhythmus oder die Variation, die eine nie andere Rolle hat in dieser Oper. Also das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist überhaupt keine Zeit zur Selbstreflexion oder irgendein Psychogramm, was entworfen wird von diesem Charakter. Aber das sagt ja auch schon etwas aus. Das sagt sehr viel aus, ja, natürlich. Ja. Ja. Die Marceline. Mhm. Wenn Pizarro das Prinzip des Bösen, ich vereinfache ein bisschen. Was ist Marceline? Ist sie auch ein Prinzip? Also wir haben Lenore, das Prinzip des absolut Guten, Heroischen. Was ist Marceline? Hat sie auch ein Prinzip für sich? Ich glaube, dass Marceline als Charakter existiert, damit wir Leonore als eine Frau sogar mehr schätzen und verehren. Weil Leonore war wirklich eine außergewöhnliche Frau für ihre Zeit. Und wir müssen das immer im Augen von damals lesen oder hören, nicht heute. Heute können Frauen alles tun. Also wir sind wirklich sehr weit gekommen. Wir brauchen eigentlich die Männer nicht mehr. Und nur wenn wir das wollen, das ist unsere Wahl. Ja, aber wir können wählen. Naja, sagen Sie das. Ja, wir können. Nee, aber das ist eigentlich ein Kompliment, weil wenn eine Frau heute einen Mann nimmt, das ist aus tiefer Liebe und weil sie das will, nicht weil sie das braucht. Und Marceline für mich ist eine Stereotyp, ist eine Frau ihrer Zeit. Und diese Fassung hat das für mich noch mehr bestätigt, weil im Duett sagt sie, nur was du willst, soll stets geschehen. Ich gebe deinem Willen nach. Für eine Frau heute es ist es sehr schwer, dieses Text zu singen. Aber Leonore war total was anderes. Ja, Marceline malt in der Arie und im Duett ein Bild, was das perfekte Eheleben sein soll. Ja? In Ruhe, stille Häuslichkeit erwache ich jeden Morgen, wir grüßen uns mit Zärtlichkeit, der Fleiß verscheucht die Sorgen und so weiter. Und sie sagt quasi 50 Mal in dieser Oper, ich werde glücklich sein. Also in der Mittelpunkt von ihrem Leben ist, ich werde glücklich sein. Leonore auf der anderen Seite, sie ist die Frau, so wie Beethoven sich wünschte, glaube ich. Sie spricht von tiefer Liebe, sie liebt ihren Mann vom ganzen Herzen, sie ist bereit, ihr Leben für ihn zu opfern. Und dieses Thema hat Beethoven mehrere Male beschäftigt, nicht nur in Fidelio, sondern auch in Egmont zum Beispiel. Klärchen, sie singt das Lied, oh, hätte ich ein Wämslein und Hosen und Hut. Sie will mit ihrem Mann zu Kampf gehen. Oder Leonore Prohaska. Die ist tatsächlich, hat sich als Mann verkleidet und zu Krieg gegangen und sie ist tödlich verletzt. So für mich, Marceline, ist das eigentlich.
Und was ist das? Was ist auch interessant? Ich weiß nicht, ob Sie haben schon das über das gesprochen, weil die Marcellina ist die erste, die öffnet die ganze Oper. Also das ist in dieser Auffassung diese dramaturgische Architektur, dass die erste Arie nicht Duett wie in diese späteren Fassungen und dann kommt Duett, dann kommt Terzett, dann kommt Quartett. Also dann mit dieser dramaturgischen Architektur Beethoven arbeitet in dieser Auffassung. Es ist aber nun doch so, dass die Marcellina ja auch in der ersten Version irgendwie dann verschwindet, nicht? Also das ist ja so eine Figur, die dann plötzlich nicht mehr so wichtig wird. Warum hat die Beethoven dann nicht weitergeführt? Oder er hätte sagen können, die kommt halt irgendwie noch einmal oder was auch immer, aber eigentlich ist sie dann uninteressant geworden. Ja, weil ich glaube, sie hat ihre Rolle schon gemacht. Wenn wir im dritten Akt sind, dann wissen wir, mein Gott, Leonore ist so mutig, was sie macht, ist so außergewöhnlich und jetzt kommt der dritte Akt, ist über echte, tiefe Liebe und nicht mehr so dienstliche Liebe. Das heißt mit anderen Worten, sie liebt weder den Giacchino noch in Wirklichkeit den Fidelio oder Leonore. Sie ist verliebt, ich glaube, in der Idee, verheiratet zu sein und ein perfektes Eheleben zu führen. Ich glaube, sie ist vielleicht zu jung, um eine echte Liebe zu verstehen. Ich glaube, Fidelio fasziniert sie, weil Leonore, es gibt irgendwie eine Spannung zwischen den beiden, aber Leonore ist nicht wirklich interessiert. So ist wieder dieses Spiel. Giacchino will Marcellina, sie will ihm nicht. Marcellina will Fidelio, aber Fidelio will sie nicht. Und ja, es gibt so mehrere Opern, sind darüber geschrieben. Genau. Jetzt doch noch eine Frage, aber warum ist dieses Duett dann verschwunden in der letzten Fassung? Es hat ja damals das Publikum dieses Duett ja wirklich geliebt. In der zweiten Fassung war es ja noch drinnen. Und dann war es weg. Warum? Ich weiß nicht, oder du, weiß nicht. Meine Meinung nach, weil, so wie Thomas gesagt hast, dramaturgisch, es bringt die Handlung nicht weiter. Und Beethoven wollte das Stück wahrscheinlich ganz, also wollte kürzen vielleicht. Das Publikum hatte, ich weiß nicht, nicht Geduld oder ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde, dass alles, was Beethoven schreibt, ist fantastisch, alles ist ein Perle. Und schade, dass dieses Duett nicht da ist, weil stimmlich gesehen, es ist das beste Stück für Marcellina und auch ich habe mit Leonore gesprochen und stimmlich liegt das wie ein Belcanto. Und die anderen Arien sind manchmal mehr eine Herausforderung für Sänger. Beethoven war ja kein Belcanto-Komponist. Herr Mayer, damit das Stichwort. Der Florestan in der 1805er Version ist deutlich lyrischer als später. Bei Pizarro ändert sich nichts. Oder ändert sich was? Nein, es ändert sich nichts. Also die bis auf ein paar eingefügte oder weggelassene Takte, wo er den Text ein bisschen umstellt, aber es ändert sich eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, in der musikalischen Führung, es gibt diese kleine Stretta als Einfügung noch, aber der Pizarro, dem wird sogar zum Schluss, also in der Urfassung hat er zum Schluss gar nichts mehr zu sagen. Aber was ich einen entscheidenden Punkt finde, der für mich der größte Unterschied in der Fassung, also Leonore und dann Fidelio, Florestan sagt, zur Entschuldigung, dass Pizarro, das muss man sich vorstellen, ja, sein Bewusstsein schuf ihm Kraft. Also Florestan sagt, nachdem der Chor kommt und sagt, bestrafet sei der Bösewicht, also wir müssen jetzt hier diesen Normenbruch, diesen Übertritt, dass er hier seine Macht missbraucht, das muss bestraft werden. Und Florestan sagt zusammen mit Leonore als Entschuldigung, nein, er kann nicht dafür. Sein Bewusstsein schuf ihm Kraft. Das heißt, auch er ist nur geleitet von, ist quasi auch fremdbestimmt durch
durch die gesellschaftliche Ordnung, die ihm das ermöglicht, seine Macht zu missbrauchen. Aber eigentlich von Grunde auf dürfte er für, also nicht bestraft werden. Ja, aber das ist ja anti-aufklärerisch, oder? Wenn das jetzt nicht nur mein Wille ist, sondern das ist meine Natur. Antikantianisch zumindest. Naja, das würde ich so konkret nicht sagen. Also ich meine, es greift schon auch in das mit ein, was dann Nietzsche an Kant kritisiert hat, dass eben die Vernunft nicht die letzte Prüfinstanz sein kann, weil wir Vernunft eben auch nur in Kategorien der Sprache formulieren und letzten Endes auch unser ganzes Leben auf diese Sprache ausgerichtet ist. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass der Wille, den auch Kant formuliert, gut ist, das heißt, er sieht im Menschen eben eine Instanz, die unabhängig von dem, was er an Erfahrungen mit sich bringt und welche Entscheidungen er jemals trifft, eine Kategorie, die gut ist. Also ein transzendentaler Überbau, nach dem der Mensch ausgerichtet ist, ohne dass er im Prinzip willentlich da eingreifen müsste. Und ich glaube, dass man das so verstehen muss, dass das Bewusstsein dieses Pizarro einfach nur gestört ist, aber dass eigentlich er trotzdem, dass ihm trotzdem die Würde zugesprochen wird, dass er jetzt zum Beispiel nicht zum Tode verurteilt werden darf. Auch das schließt Beethoven aus oder der Librettist. Das ist schon ein großer Fortschritt in der damaligen Zeit, wo natürlich Hinrichtungen in der Französischen Revolution gang und gäbe waren. Jetzt kommt auf einmal dieser neue Aspekt des Menschen, der eben von Natur aus gut ist, so wie Rousseau das sagt. Ja. Maestro, es ist, wir haben jetzt gesprochen von den Unterschieden bei den einzelnen Rollen. Ist es nun so, wenn man den Beethoven vergleicht, die erste Fassung, was er rundherum komponiert hat, und die Fassung von 1814, was er damals rundherum komponiert hat, hat Beethoven innerhalb dieses Fidelio dieselbe Entwicklung gemacht? Also ist quasi das, was 1814 entstanden ist, gleichzusetzen mit dem, was Beethoven 1814 komponiert hat? Ich würde sagen, weil die erste Fassung, wir sind ungefähr um die 5., 6. Symphonie und diese Komposition, und dann er hat natürlich das liegt zu dieser Strophe, also er möchte auch, weil wir haben jetzt gerade über diese Entwicklung von Pizarro die Stimmen zu sprechen, und auch Florestan, das ist auch dramatisch, ja, in später Fassung. Deshalb er hat auch diese Duett weggelassen, also, weil er möchte für mich nur einfach das dramatisieren, das wirklich mit einem großen Fluss zu vorwärts zu gehen. Also das war die Hauptziel von Beethoven, das zu alle zu zeigen. Mhm. Noch eine letzte Frage. Mein Bruder nickt zwar schon, aber eine letzte Frage habe ich doch noch an unseren Pizarro und vielleicht auch an alle. Ich weiß nicht, wie man das definieren kann. Es heißt doch auch in der Letztfassung, aber auch hier in der Erstfassung, Pizarro singt über Florestan, dass Florestan ein Mörder gewesen wäre. Was kann damit gemeint sein? Nein, wir wissen, dass das Libretto oder beziehungsweise die Urschrift ja im Zusammenhang mit der Französischen Revolution steht. Das heißt, wahrscheinlich sind das beides, Pizarro und Florestan, waren involviert in diesem Aufstand der Jakobiner. Und ich denke, dass sie beide sich da auch schon der ein oder anderen Untat schuldig gemacht haben, und dass man, ja, also theoretisch könnte natürlich Florestan auch ein Mörder sein, der sehr viel Schuld auf sich geladen hat. Der hat sich dann aber quasi entwickelt, weil jetzt sind wir so weit, dass wir den Pizarro dann nicht mehr umbringen. Also Florestan in seinem Vorleben hat er Leute umgebracht, aber jetzt sind wir endlich so weit, dass wir sagen, auch Pizarro trotz seiner Taten zumindest umbringen darf man ihn nicht.
Naja, also es muss irgendwie ein persönlicher Streit sein, den die beiden haben, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch um Machtdinge geht. Und ja, ich kann das persönlich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Die Quellenlage ist zu dürftig, um wirklich die Beweggründe des Florestan zu kennen, und auch des Pizarro, was die beiden für ein Verhältnis haben, wird nicht gesagt. Es ist so, dass beide bezichtigen sich selber Mörder zu sein, und was nun wirklich eben der Unterschied ist: Pizarro hat die Macht und er hält den Florestan zu Unrecht gefangen. So viel wissen wir. Zu Unrecht, weil es vielleicht kein standesgemäßes Gericht gab oder aus welchen Gründen auch immer. Gut, das war jetzt das Schlusswort für diese Gesprächsrunde. Ich danke vielmals fürs Kommen, toi 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 für die Premiere. Und bevor wir jetzt zur abschließenden Gesprächsrunde kommen, wo es um Szenische geht, wo wir mit einer Schauspielerin sprechen werden, die mitwirkt, also wir werden gleich erzählen, warum es da eine Schauspielerin gibt, und mit dem Bühnenbildner sprechen werden, hören wir uns noch einmal die Leonoren-Aria an, gesungen wieder von unserem Ensemble-Lied Fiona Jobson. Danke vielmals fürs Kommen. Dankeschön.